Genau, er nickt und tanzt zum Prelude. Ja, Mahlzeit, hallo, herzlich willkommen. Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zum Final 7 Remake. Ja, letzte Folge waren wir nur im Kampfsimulator ein wenig unterwegs und haben uns dort ein bisschen ausgetobt, haben da sämtliche Kämpfe noch bestritten, etc. pp. Ich wollte noch mal kurz was bei Chatlet gucken. Wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier weiter vorankommen. VR-Mission, Leviathan. Ich wundere mich gerade. Ich wundere mich tatsächlich. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Genau. Ich wundere mich tatsächlich, weil, ja, Internet ist halt wieder so Internet, ne? Wenn man da mal auf YouTube, da ich ja da auch natürlich ein bisschen aktiv bin und auch in meiner Timeline so der ein oder andere dieses Spiel hier auch spielt, und ich dann, ja, mich dann da irgendwie leider irgendwie spoilern lasse, auch wenn ich das irgendwie gar nicht will. Wie bei dem Herrn Gronkh, der dort irgendwie schon, bevor es irgendwie hochging, hier in die, beziehungsweise bevor wir hier hochgekrabbelt sind, zum Shinra-Gebäude hoch, dass er dort schon gegen Bahamut gekämpft hat. Wo ich mich jetzt frage, hä? Wieso hat er da schon gegen Bahamut gekämpft? Und ich noch nicht? Und die ganzen Klar, Missionen ich hier... Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Bei Chatley, wie gesagt, die sind hier irgendwie noch gar nicht da. Ich weiß gar nicht, warum. Wie geht denn das? Wie werden die freigeschaltet? Kampfbericht 15. Kampfbericht 10, Kampfbericht... Ja. Wie ist denn das hier mit den Kampfberichten? Oh, ich drücke die falsche Taste. Es tut mir leid. Sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wollen wir ins Menü auch nochmal reinschauen hier. Kampfberichte. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das bei mir nicht... Ist das vielleicht... Liegt es daran wegen des Magieverbrauchs hier, dass ich die Materie noch irgendwie... alle irgendwie auf Master bringen muss, dass das dann abgeschlossen ist automatisch? Oder habe ich da irgendwas echt übersehen? Oder nicht gemacht? Oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall schon gegen Paramu gekämpft gehabt, als er da noch irgendwie, ja, am Wellmarkt war. Was ich irgendwie komisch finde. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen mag. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Hat es vielleicht an den Waffen? Hat das was mit den Waffen zu tun? Was hier mit den, weiß ich nicht. Hat das da was? Nee, hat er was? Ja, glaube ich nicht, ne? Will ich mal kurz reingucken. War ich doch eben richtig, ne? Ja. Und mal ganz kurz hineinlunzen. Wie das zustande kommt, verstehe ich gar nicht. Aber hier ist, glaube ich, nur in den einzelnen Subkernen, da steht ja dann, was in dem Hauptkern dann was hier quasi einzusetzen ist, ne? Ja. Da gibt's das. Da gibt's das. Und das war's dann auch schon. Das war mit Trielsäbel. Hachtklinge? Ich will gerade nochmal durchschauen, weil ich mich hier eigentlich mit dem Ding noch gar nicht so richtig beschäftigt habe. Leichenfledderer. Schockfledderer. What the fuck ist das? What the fuck ist Schrottfledderer? Schockfledderer. Wollte ich mir gerade angucken, aber falsche Taste gedrückt. Okay, pass auf. Mal hier woanders geguckt. Herzensbrecher. Genau, da sind wir ja gerade noch dabei, das zu lernen. Vielleicht passiert es, wenn wir die Waffe auch noch auf Max gelevelt haben. Kann das vielleicht sein? Ich versuche einfach mal mit Ability hier den Arc-Approximationsschuss ein bisschen dann bei den nächsten Kämpfen mehr auszuführen. Vielleicht funktioniert das dann ja richtig. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ja, richtig ausrüsten habe ich mich natürlich gerade auch noch nicht, weil ich noch aus den Kämpfen gerade kam. Die, ja, wo die speziell quasi für die Kämpfe ausgerüstet habe. So, wollen wir gerade mal gucken, was wir hier jetzt überhaupt noch nehmen. Gerade hier so reingeschmissen, schon länger nicht mehr davor gesessen, deswegen muss ich gerade erstmal wieder mich selbst ein bisschen reingucken hier. Tiefer ja drin. Ich glaube, Barry kriegt dann einfach mal, weiß ich auch nicht, irgendwas. FP-Boost ist immer gut. Gerade mal schauen, dass wir die Substanzen rausnehmen, die vielleicht noch ein bisschen an Levelbedarf haben.
Hier Gebet beispielsweise könnte man mal aufleveln. Analyse ist immer ganz toll. Feines Können brauchen wir eh mal. Mal gucken, wie das da sich... Ja. Heilen ist hier auf Master. Ja, die lassen wir aber mal drin. Man weiß ja nie. Ja. Keine Sorge, ich mach gleich weiter, ja. Ich muss mich nur gerade erstmal wieder akklimatisieren, wie man so schön sagt. Glücksboost. Kann man eigentlich auch mal mit reinnehmen. So, dann schauen wir hier nochmal ganz kurz in die Materien. Gewitter Maximum. Das können wir auch, glaube ich, mal lassen. MP-Boost, ja, heilen, okay, Chakra, wilder Trickser, ja. Versiegelung, TP-Boost, ja, Barriere ist voll, Glut ist auch voll. Ich glaube, das lassen wir so. Ne, lassen wir so. Aerith? Was hat sie denn da eigentlich noch? Meister der Gegenstände, Ziste und heilen. Okay, das ist nicht so schlimm, die können wir mal wegnehmen. Was hat sie hier noch? Chocobo und Mokri, weg. Okay. Und bei ihm. Oh, Handeln, Frost, Maximum, das ist auch ganz gut. Zeit, Magieboost. Shiva, Stehlen. Stehlen ist eigentlich auch mal ganz gut. Luft und Gewitter, alles auf dem Master. Ja, okay. Ich nehme nochmal ganz kurz. Nee, lass mal. Komm, lass mal. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wer weiß, ob wir hier das nächste Mal kämpfen, eigentlich. Ne? Ja, warum das mit Bahamuso jetzt noch nicht bei mir kommt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer vielleicht... Vielleicht weißt du es ja, dann sag's mir doch einfach. Kann sein, dass es entweder an den Materia liegt, dass ich die noch auf Master bringen muss, oder halt daran, dass ich die Waffenfertigkeit noch nicht fertig gelernt habe bei Barrett. Weiß ich aber nicht, ob das der Fall ist. Oder dass ich nochmal Kistenkrieg hätte spielen müssen. Danke, Koike Nishimura. Habe ich tatsächlich vergessen. Dass das... Oder beziehungsweise bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass es gegebenenfalls da irgendwie mal noch was Neues gibt. Dass man das halt nochmal machen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass es dadurch irgendwo abliegen lassen. Möglich, möglich ist alles. Aber ich kann ja auch nicht mehr zurück jetzt. Das ist ja das Blöde. Na gut, dann habe ich auf jeden Fall wieder was für den, nächsten Durchgang. Wenn ich das dann vielleicht mal alleine spiele oder so. Oder dann halt im 100% Lauf. Mal gucken. Ja. Okay. Wir wollen auf Herrentoilette, glaube ich, ne? Für uns. Ja, genau, auf die Herrentoilette wollten wir. Wir wollten pinkeln gehen, Hudai, Dudai. Wo gehen wir denn da hin? Ich weiß es gar nicht. Ja. Sagt wer? genau, Herrentoilette. Wie kommen wir denn auf die Herrentoilette? Entschuldigung, wo geht's denn hier auf die Toilette? Wo geht's hier auf die Toilette? Wir denken mal hier die Treppe runter, ne? Ah. Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut! Ach so. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst! What? Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Kanzel? Der Name sagt mir schon wieder was. Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Der Musik im Hintergrund, sehr schön. Ah, fein. Nice, nice. Kanzel, Kanzel. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen, wenn man noch ein bisschen weiß, was in Crisis Core Abgang ist, dann hat man da vielleicht noch ein bisschen mehr von in Erinnerung, ne? Was überhaupt mit Cloud oder so los ist. Deswegen eigentlich ganz, ganz nett. So, ja, Kunzel. Er holt den Kunzel und wir hauen ab. Wir wollen nämlich auf die Herrentoilette. Wie geht's jetzt denn? Ist hier nicht ausgeschildert? So ein Chaos. Was sollen wir nur tun? Die Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt. So, wir müssen nach oben. Ja. Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Wo geht es denn hier zu den Toiletten, verdammt nochmal? Hier weiter nach oben? Aber wo geht's denn hier weiter nach oben? Geht's überhaupt weiter nach oben? Schlüsselkarte. Habe ich was gekriegt in der letzten Folge? Gott. Das ist schon wieder so lange her, verdammt. Es tut mir leid. Ist überhaupt noch ein Ort, an dem man wirklich sicher ist?
gibt doch bestimmt einen Trick, oder? Tja, es gibt bestimmt einen Trick, oder? Ich mache hier erstmal die ganze Einrichtung wieder zunichte. War ich dann nicht hier richtig? Nein. Sag mal, Barrett, ist gut. Brauchst du nicht ausrasten. Ich glaube, ich gehe zum Fahrstuhl. Und dann fahre ich wahrscheinlich einen weiter hoch. Ne, kann das sein? Bestimmt. Die Fahrstühle waren hier? Da hinten? Da ist ein Fahrstuhl, ne? Ja. Genau. Beziehungsweise, ja doch, oder? Fahrstühle, Fahrstuhl, da. Ah, das Meeting beginnt. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Entweder das mit dem Bürgermeister oder hat er irgendwas rausgekriegt? Ich hab keine. Barrett! Ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Genau, wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Gucken wir da. Hier war ich. War ich hier schon? Ich war hier schon, ne? Ich glaube, hier war ich schon. Genau. Ich glaube, da habe ich mich da an den Fernseher gestellt und erstmal geguckt. Okay, die sind da zum Fahrstuhl, zum Meeting und so. Und wir. Ging, glaube ich, hier mal die Treppe hoch. Die sind ja jetzt hochgefahren, ne? Kann ich da hinterher? Geht das? Jo, anscheinend. Ding-ding. Guten Tag. Ich will nach oben. Nach oben. Wann erscheint die Taste? Da ist sie. Hui. Jippa. Archiv waren wir jetzt schon, ne? 64. Etage Besprechungsräume und 69. Vorstandsbüro. Boah. Ich glaube, wir können aber erstmal, genau, wir haben ja nur den Code für die 64 gekriegt. Ja, es kommt langsam wieder. Es kommt langsam wieder. Was ist gerade für ein Geräusch? Wieso kann ich mich nicht umgucken, so richtig? Ich will mich umgucken! Okay, das war das Geräusch. Das gehörte mit zur Melodie. Ist klar, okay. Herzlich willkommen in der 64. Etage Besprechungsräume. Sehr gut, okay. Ich nehme übrigens hier gerade wieder ein 180p auf, ne? 60 Frames. Ich hoffe, das bleibt stabil. Ich habe mir jetzt einen neuen Monitor mal gegönnt. Vielleicht lag es ja irgendwo mit daran, dass die Ressourcen nicht so richtig rüberkamen zur Elgato. Mal gucken. Falls es hier jedoch irgendwie wieder anfängt rumzuspacken, dann werde ich wieder umschalten auf 70p. 270p. 720p, mein Gott. So. Das nur zur Info. Ja, die Konferenzräume sind wahrscheinlich hoch gesichert. Komme ich hier rein? Sollte ich da rein? Ja, komme ich rein. Tatsächlich. Da gehen sie gerade. Vermutlich ja. Vielleicht sollte ich einfach mal. Ich gehe mal hier hin. Da drinnen findet gerade ein Meeting statt. Schade. Kann ich etwas für Sie tun? Ich muss auf Toilette. Da drinnen findet gerade ein Meeting statt. Ja, ist ja gut. Dann suchen wir uns mal die Örtlichkeiten. Und jetzt? Die Örtlichkeiten. Wir geben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Ich denke auch. Normalerweise sollte auch hier mal so eine Ausschilderung sein, ne? Nur mal so als Verbesserungsvorschlag, junge Dame.
Was sind hier eigentlich? Sitzen die da jetzt alle? Nee. Das sind ja nicht alle. Das sind irgendwelche anderen Besprechungen. Darf ich da reinplatzen? Nein, auch nicht. Gerade mal wieder den Detailreichtum hier kurz angucken. Das muss ich tun. Na, was mit dir? Hä? Nichts zu tun hat? Sprechen Sie mich bitte nicht an. Warum nicht? Ich habe gleich eine Präsentation. Ach so, okay. Ja, dann kenne ich. Kenne ich von Arbeit. Hallo! Ich bin der Neue. Nicht genug Personal. Ja, ich bin der Neue. Personal. Hallo, ich wollte euch unterstützen. Ich brauche was Starkes, damit ich heute gut schlafen kann. Ich hätte da eine Hand, die dir ins nicht Gesicht schlägt, damit kannst du gut schlafen. Nicht genug Personal. Nicht genug Personal. Kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ja, ich renne hier wieder ein bisschen durch die Gänge und Türen und Zimmer. Ich muss es einfach tun. Ich muss es tun. Na, was ist mit dir? Sollten Sie nicht lieber Dienst schieben? Mach ich doch gerade. Sind Sie vom Nachtdienst? Ja. Kann ich was trinken? Ich will noch was trinken. Durst. Hier, kannst du mal dein Blech wegräumen, Lalu. Hast du Sektor 7 gesehen? Nee, hab mich noch nicht getraut. Hab einen Blick vom Himmelsfoyer draufgeworfen. Einfach schrecklich. Sicher besprechen Sie bei dem Meeting die Aufbauarbeiten. Ja. Na sicher. Ich habe eine Menge Unterlagen zusammengestellt. Ja, um Midgar zu zerstören. Heieieiei, gut. Hier sind, glaube ich, gleich irgendwo die Toiletten. Ja. Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Sicherheit. Kennen wir uns? Sicherheit Rang 1. Zu welcher Abteilung gehören Sie, wenn ich fragen darf? Nein, dürfen Sie nicht. Ist es wirklich in Ordnung, dass wir uns hier aufhalten? Das Meeting läuft schon. Na und? Die haben doch gesagt, dass wir uns um den Geruch kümmern sollen, der von den WCs in den Konferenzraum zieht. Das ist ja jetzt wohl das allergeringste Problem, oder? Wo sind denn die Toiletten? Wir kriegen sicher Ärger. Ist was? Ja, ich suche die Toiletten. Ich bin der Rohrreinigungsmensch, der dagegen angeht. Okay, da geht's nicht. Da bin ich schon mal vorbeigelaufen, ne? Kann ich hier reingucken? Kann ich. Hier gibt's auch, glaube ich, nichts, ne? Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo was geben tut. Bin ich mir eigentlich fast sicher, dass hier nichts gibt. Hier sind die Toiletten. Hier. Doch, hier kann ich auch rein. Sie, da ist Darmklo, ne? Das ist die Damentoilette. Ja, und? Okay, ich warte hier. Ja, genau. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. So, auf die Herrentoilette darf die junge Frau, aber wir dürfen nicht auf die Damentoilette, ne? Das ist immer das Gleiche. Egal wo, ne? Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn eine Dame aus dem Herrenklo kommt, aber wenn ein Herr aus dem Damenklo kommt, dann ist schon wieder echt Weltuntergang. Ist keiner hier? Gegen die Slumklos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Das soll jetzt aber keineswegs sexistisch sein, ja? Da draußen. Das ist einfach nur eine Feststellung, wie es ist. So, welche Toilette nehmen wir denn? Die oder die? Oder ist egal? Achso, da oben. Volltreffer. Ist auch so ein, ja, gut gemeinter Spruch auf der Toilette. Volltreffer. Naja. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Oh. Na gut. Aber ich gehe vor. So, Auskundschaften. Erstmal schön langkrabbeln. Ja, ist fast so ein bisschen wie im Original. Finde ich schön. Sehr schön gemacht. Allerdings sind die Lüftungsschächte ein bisschen länger als im Original. Aber nicht schlimm. Klar muss ich hier mal in die... Da noch hingucken. Das ist klar. Vielleicht gibt's hier ja was. Hä? Hallo? Okay, er geht nur...
Er geht nur... Rückwärts kann er nicht krabbeln, es geht nur vorwärts. Wieso hat er sich eben nicht umgedreht? Ich kann nicht umdrehen. Aber vielleicht sehen wir das ja, wenn wir zurückkrabbeln. Wir sind bei hier. Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Schön, ja. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Okay, ja. Stimmt, das konnte man ja da, glaube ich, auch machen, ne? Noch so ein paar Leute belauschen. Ja, ja. Ich erinnere mich. So, weiterkrabbeln, weiterkrabbeln, weiterkrabbeln. Lang gucken. Jetzt kann ich hier... Ah! Jetzt geht es, oder what? TP-Boost, gut, haben wir schon. Und jetzt kann er auch rückwärts krabbeln? Ich glaub's ja nicht. Ich kann mich auch nicht umdrehen, ne? Toll, weißt du was? Jetzt würde mich echt mal interessieren, was da noch war. Aber ich glaube, wir können dann nochmal reinkrabbeln, ne? Ich hoffe es zumindest. So, Cloud, nach vorne. Hallo? Jetzt? Steuerung ist... Hallo, zurück. Steuerung ist ein bisschen komisch. So, jetzt. Nochmal. Weiter. Cloud? Er krabbelt nicht nach vorne. Ich glaub's nicht. So. Und noch einmal. Jetzt krabbel aber nach vorne. Alter, was ist denn hier los? Der geht schon wieder da lang. Das gibt's doch gar nicht. Endgegner Luftungsschacht. Jetzt krabbel ich schon wieder nach hinten. Ich drücke nach rechts und er krabbelt nach hinten, oder was? So. Ich drücke jetzt nach vorne und drücke in die Richtung. Und er geht nicht weiter. Geht einfach nicht weiter. Wieso geht er nicht weiter? Ich verstehe es nicht. Er geht nicht weiter! Er geht nicht weiter! Oh Mann. Er geht nur zurück. Wieso geht er denn da jetzt nicht rechts rum? Oder habe ich das eben schon was verpasst? Habe ich das... Die Lüftung zieht er schon verpasst? Ich habe nämlich kurz auf meinen Bildschirm geguckt, weil da nämlich irgendwas aufgeploppt ist, irgendwas komisches. Nee, ich muss da weiter. So, versuchen wir es nochmal mit Anlauf. Cloud, kannst aufhören. Ja, das ist gut. Die sind eigentlich überhaupt nicht leise. Das Gefühl. So, und jetzt wollen wir in die Richtung. Er geht nicht. Er geht da nicht lang? Ich glaub's nicht. Er geht nicht weiter. Ich drücke nach vorne, bis mappen, bis nicht mehr geht und er geht nicht weiter. Was ist hier los, Alter? Nö. Er geht nicht weiter. Jetzt dreht er sich wieder in die Richtung. Ich fass es nicht. So, okay, wir versuchen mal rückwärts hier lang zu gehen. Einfach nur rückwärts. Okay, dreht er schon wieder um. Ich will da lang, Cloud. Da lang müssen wir. Nö. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Jetzt hat er's. Na, was ist denn hier los? Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Wir sind da. Gibt bekannter Bug oder so? Ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Ich habe ihn selbst gesehen.
Mit meinen eigenen Augen. Hier, auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verloren. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo-Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Der alles Drecksäcke, ey. Unfassbar. Aber schön gut böse. Wie du es tust, aufgebaut. Ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Ja, schön gemacht. Sehr schön gemacht. Können wir da jetzt gleich nochmal reingehen? Ich will es ausprobieren. Kannst du ja im Original nämlich auch. Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher. Ja, sofort. Er saß da ja noch, ne? Kann ich da nochmal rein? Die sind schon raus? Ich will nochmal rein. Geht das? Nein, es geht nicht. Habe ich bestimmt irgendwas jetzt liegen lassen. Kann das sein? Oh, aber ganz ehrlich. Ey. Was war denn da los mit den Lüftungsschächten? Und ja, ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie... Ich bin nicht zu alt deswegen, dass das nicht funktionierte. Es funktioniert wirklich nicht. Ich war vorne gedrückt und es ging gar nichts. Bis aus Zufall dann es mal funktionierte. So, Hojo verfolgen wir noch und dann... Oder? Ich glaube... Ich mach jetzt einmal vor dem Ende. Halbe Stunde und so, ne? Verstehst? Mit Sicherheit. Ja, Fahrstuhl, bewegt er sich? Ja, ich glaube, er bewegt sich. Gucken wir nochmal, wo er hingeht. Da ist er.
Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht. Ich weiß, wovon sie reden. Interessant. Von wem sie reden, meine ich. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Ja, genau. Hierzu dann, glaube ich, mehr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, dass ihr hier mit dabei gewesen bist. Hab wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann du das auch siehst. Lass dir ein Essen schmecken, ne? Und würde mich freuen, dich dann auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können beim Final 7 Remake. Also mach's erstmal wieder gut. Vielen Dank und tschüss!